Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Build a Theme Park hier beim gut kultivierten Achterbahnbau auf RCT 2 Jump. Ja, und heute kümmern wir uns zumindest zum Teil um die Fassade dieses der Halle, die wir um die Flussfahrt außen rum bauen. Zumindest die dem Spanienbereich zugewandte Halle, da ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, welche Seite wir auf, also welchen Themenbereich wir auf der anderen Seite bauen wollen. Es wurde noch zusätzlich Dschungel vorgeschlagen, dass wir da so einen Dschungel-Themenbereich bauen. Wäre ich grundsätzlich. Ich weiß nicht, das wird dann wieder so extrem braun alles. Außerdem baut Stefan gerade einen kompletten Dschungelpark und dann müsste ich von dem klauen. Und das. Ich weil mir doch selber momentan zu wenig Sachen dazu einfällt. Da brauche ich was anderes. Also, wie gesagt, ich versuche jetzt hier die. Bisschen Spanisch. Ich versuche zumindest, das irgendwie Spanisch angehaucht zu machen, aus mir dann letztendlich am Ende gelungen ist. Es ist wieder ein anderes Kapitel. Da wird sich wahrscheinlich noch einiges ändern an der Wand. Ich habe versucht, so zum einen ein bisschen den Stil vom Main Street Platz zu übernehmen. Dann habe ich geguckt, dass wir möglichst farbenfroh sind, weil nur Braun- und Grautöne zu verwenden ist. Jetzt auch nicht so wirklich gut. Vielleicht wird es dadurch ein bisschen südamerikanischer, wie es in den Kommentaren auch schon gesagt wurde, dass man da vielleicht, also lateinamerikanischer meine ich jetzt. Ob das, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt halt im Endeffekt weniger Flachdächer benutzt, als es zum Beispiel bei der Ding vorne, bei der Main Street. Da ist ja alles Flachdach und hier wird jetzt zwar die Großteil der Halle wird zwar Flachdach sein, aber zumindest angedeutet diese Dächer, diese normalen Dächer auf den Häusern unten drauf, weil ich eben dadurch auch nochmal ein bisschen Strukturwandel und auch Farbenwandel mal reinbringen kann, weil ich halt immer, ich kann die Dächer, ich habe quasi vier verschiedene Versionen, ich habe jeweils zwei Farben und kann die unterschiedlich drehen und das lenkt das Auge auch noch ein bisschen ab, dann wirkt da auch nicht alles so gleich, obwohl es letztendlich wirklich ziemlich viel Gleiches ist, muss man einfach sagen. Ja. Ich muss generell mal gucken, ob ich da nicht irgendwie jetzt, ich weiß nicht, wann die Folge heute jetzt erscheint. Aber wenn ich das nächste Mal frei habe, dass ich da mich mal intensiv um darum kümmere, ob ich nicht andere Baustile auch jetzt nicht kopieren, aber mir da was aneignen kann. Weil ich baue wirklich sehr, sehr, sehr objektbezogen. Das heißt, sehr wenig Track Texture, sehr wenig andere Sachen und gerade das, was Johnny damals in The Fever geleistet hat. Ich muss es sagen, auch wenn es mir in der Seele wehtut, das zu sagen, aber Shotguns macht momentan auch echt keinen schlechten Job, was seine Gebäude angeht. Wenn man da ein bisschen was rausfiltern könnte, ist nicht eins zu eins übernehmen, das ist teilweise schon wieder zu viel, was er da macht. Aber da so ein bisschen rausfiltern und das Ganze ein bisschen aufmischen. Zum Beispiel der Bahnhof oben. Den finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Nicht zu viel Track-Architecture, also gut eingesetzte Track-Architecture, find ich zumindest. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Gut eingesetzte Track-Architecture und nicht zu viel, nicht zu wenig. Und da muss ich gucken, dass ich da mehr in die Richtung mache. Oder grundsätzlich auch aufwendigere Häuser. Mit schrägen Fassaden. Fronten, wie das zum Beispiel oben Dings mit dem Dach, das da, mit dem Zaun, der da vor dem Dach so schräg gemacht wurde. So Sachen habe ich jetzt hier in dieser Aufnahmesession gar nicht verwendet. Muss ich gucken, dass ich da auch wieder anfange, da ein bisschen mehr zu machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss auch erst wieder reinkommen. Zwischen der letzten Folge und der vorletzten Folge lag, glaube ich, fast ein Monat, wo ich nicht aufgenommen habe. Und in der letzten Folge habe ich ja auch in keinster Weise getämt. Ich habe die Station gebaut und ein bisschen Bepflanzung
gesetzt, aber das letzte Mal, dass ich wirklich Gebäude gebaut habe, ist auch schon wieder anderthalb Monate fast her. Und da kommt man, wenn das Spiel gar nicht anfasst, schon aus der Übung, möchte ich jetzt fast sagen. Da muss ich gucken, dass ich da wieder... Ich war, glaube ich, auf einem relativ guten Weg eine Zeit lang und habe dann jetzt mit Let's Build a Theme Park wieder angefangen, so ein bisschen in alte... Gefilde abzudriften, auch wenn es gute alte Gefilde waren. Also das ist, glaube ich, die beste Arbeit, die ich bisher in diesem Stil abgeliefert habe, aber es ist halt wieder der alte Stil. Und ich habe das Gefühl, da habe ich mich während der Serie so ein bisschen zurückentwickelt. Da muss man noch ein bisschen gucken, dass es wieder nach vorne geht, wieder ein paar neue Sachen und alles. Dazu, glaube ich, also wie ihr seht, ich gucke, dass wirklich keine zwei Häuser dieselbe Farbe haben. Ich versuche eigentlich auch, dass keine zwei Häuser, zumindest keine, die in der Nähe voneinander sind, dieselben Fassaden vorne haben, dass ich da andere Fenster benutze und andere Deko-Elemente. Aber es ist im Endeffekt dann wirklich doch sehr begrenzt und mir fällt da momentan auch einfach wenig ein. Also es ist wirklich so, dass ich dann jedes Mal davor sitze und mir überlege, was ich anders machen könnte, um es interessanter zu gestalten. Und dann fällt mir aber 10 Minuten lang nichts ein und das ist dann... Ja. Und wenn mir was einfällt, dann sieht es letztendlich scheiße aus. Was auch noch in den Kommentaren stand, ich wollte ja die Bodentextur unter dem Coaster ändern. Habe ich jetzt auch in dieser Aufnahme vergessen. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal dran denke. Grundsätzlich muss man da dann auch aufpassen, weil ich habe das jetzt alles mit grünem Untergrund geplant und da muss ich gucken, dass ich da nicht zu viel umfärbe, um da nicht komplett den Bezug zu verlieren. Ich weiß es nicht. Und ob die da lila ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das will ich auch gar nicht so genau wissen. Was doch nicht schwierig, aber nervig wird, ist das ein oder zwei Felder breite Ding zwischen der Cube und der Häuserwand. Die müssen ja auch noch irgendwann verpackt, nicht verpackt, bepflanzt, begrünt, bebaut werden. Möchte ich nicht einfach nur eine leere Fläche lassen. Muss ich auch gucken, dass mir da noch was Gescheites einfällt. Oder wie ich das mache, ohne mir dabei selber die Haare rauszureißen, weil es so nervig ist, aber nichts sieht. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Erst pflanzen, dann Häuser bauen. Nicht geht's ja wohl. Aber ihr merkt, es klingeln keine Glocken. Das heißt, es ist jetzt momentan 11 Uhr nachts. Ich sollte eigentlich schon lange im Bett sein, muss morgen wieder um 6:30 raus. Aber gut. Ja, ich war während der Aufnahme mit Stefan zusammen in der Skype-Konferenz und das war jetzt gerade, der hat mir nämlich einen Screenshot geschickt, den man jetzt gleich sehen könnte. Den habe ich da gerade angenommen, der ist momentan wieder gerade geschickt. Und jetzt wird er gleich aufgemacht. Vielleicht. Bevor ich das vergesse, da war jetzt ganz kurz, oder ist der Screen? Zumindest Teilausschnitt davon. Ich habe ja gefragt, was wir in dem Bereich hinter dem Bahnhof bauen können. Wicked hatte eigentlich eine ganz, ganz gute Idee, nämlich wir könnten da einen Ruhebereich bauen. Einfach so eine Chillwiese in Anführungszeichen. Wir machen da einen Weg nach hinten und dann machen wir da so ein Picknick-Areal. Gucken, dass wir vielleicht irgendwie es schaffen, ein paar Liegen zu hacken oder uns einfach so ein paar Liegestühle
zu organisieren, dass ich das da irgendwie schaffe, hinzubekommen und nicht total rumfällen. Und dann können wir da hinten so einen chillten Ruhebereich bauen. Dann haben wir da was hingebaut, es ist nicht nur Wald und es ist wirklich nichts, was. Und es ist schön, vor allem hinter dem Bahnhof ist es dann schön abgeschottet. Das ist dann quasi doppelt gemoppelt gut, weil man eben da dann auch wirklich so seine Ruhe hat. Und es wird alle paar Minuten mal der Zug da vorbei, aber man ist generell weg von dem Hauptlärm des Parks, möchte ich mal sagen. Man ist einfach weg von der Hauptstraße. Man sieht zwar den Coaster in einiger Entfernung dann vielleicht fahren. Ich gehe davon aus, dass man ihn fahren sieht. Aber der Lärm von dem Coaster ist auch nicht mehr so laut und alles. Hier habe ich jetzt im Prinzip die Station kleiner gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass der Zug viel kleiner ist als die Station. Im Endeffekt ist der Zug, glaube ich, einen Wagen kürzer als vorher. Das ist irgendwie nervig, dass der Wagen. Ich hätte die Station gerne ein bisschen kleiner gemacht, weil ich das nicht mag, dass quasi der hintere Zugteil wird bei dem Mine Train noch abgebremst, während er in diesem komischen Aufwärtsgerudel da ist. Und das gefällt mir nicht. Da muss ich gucken, dass ich da noch. Werde ich wahrscheinlich die Strecke nochmal ändern müssen. Weil mir das wirklich nicht gefällt. Das war eigentlich nur so eine Notlösung und die habe ich dann stehen lassen. Aber da muss man gucken, dass da was. Das muss besser hinzukriegen sein. Mit weniger merkwürdig aussehenden. Also wir werden das auch besser hinkriegen, habe ich keine Zweifel dran. Muss mir da nur ein bisschen graue Haare drüber wachsen lassen. Damit mir da was Gescheites zu einfällt. So. Wir nähern uns am Ende, heute etwas kürzer, ich habe insgesamt nur 50 Minuten aufgenommen und keine 60. Das Problem ist halt, wenn man so eine ganze Weile so eine Main Street baut, dann hat man da irgendwann noch keine Lust drauf. Ich meine, bei euch waren es 12 Minuten, für mich war es 50 Minuten und irgendwann bekommt man dann auch ein, schaltet sich dann das Gehirn aus. So, aber wir haben jetzt auch die Aufnahme ausgeschaltet. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, kommentiert, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr Anregungen, Verbesserungsvorschläge habt, was auch immer. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Diesmal, also hoffentlich jetzt, in nächster Zeit ein bisschen häufiger. Ich arbeite im Holiday Park, wie ihr beim letzten Podcast mitgekriegt habt, und da haben wir jetzt im Mai unter der Woche frei. Das bedeutet, ich kann unter der Woche aufnehmen. Und dann kommen jetzt vielleicht so die nächste Zeit mehr Videos. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Aber ansonsten, bis bald, macht's gut und tschüss.